Also komm, jetzt fangen wir einfach an. Also, worum geht's heute? Erstmal toll, dass ich das Team mal vorstellen kann, dass auch die Leute mal einen Eindruck haben, wer hier eigentlich arbeitet für sie. Ja? Und das ist natürlich Ladies First, unser Finanzminister. Leute, wenn ihr nicht zahlt, ich sag nichts. Passt nur auf. So, das ist die Martina, unser Finanzminister. Der Andreas ist dafür verantwortlich, wenn euch irgendwas im Paket fehlt, immer Andreas, weil wer anders kann nicht schuld sein. Ausbaden muss ich es immer, aber er hat es verbrochen. Und unser Technikguru, der Steffen, der wirklich alles, ja, so gut wie alles möglich macht, alles, ne? Kann man schon sagen. Ja, vieles, ja. Hast du ja jetzt gesehen bei dem Umbau und so weiter, das funktioniert alles. So, das zum Ersten. Jetzt geht es darum, Tombola zum 3000. Mitglied auf Facebook. Wer hätte das gedacht, in 1,5 Jahren 3000 Mitglieder? Finde ich einfach klasse, ja. Und die 5000 holen wir auch. Und bei 5000 lassen wir noch größer was raus wie diesmal. Aber wir haben uns diesmal auch ordentlich ins Zeug gelegt. Leute, es sind Preise für roundabout 3000 Euro. Das heißt pro Mitglied 1 Euro. Wir haben circa 280 Namen habe ich rausgefiltert, wer alles eine Aktivität gemacht hat in den letzten 4 Wochen, wer einen Kommentar geschrieben hat, ein Like gesetzt hat und so weiter. Jetzt lass uns zu den Preisen kommen. Wir haben natürlich auch Sponsoren gehabt, dass wir nicht alles alleine tragen müssen. Das sage ich euch gleich, wenn die Sachen kommen. Also, Andreas, hol doch einfach mal das erste. Der Platz oder Preis Nummer 10. So, Preis Nummer 10. Das ist einmal ein Hängelederset. Das kriegt der 10. Platz. Das legen wir einfach hier rüber. So. Und dann machen wir den Platz Nummer 9 bis 6 machen wir gleichzeitig. Weil die haben wir extra aufgehoben für die Tombola und haben sie nicht mehr in Verkauf gegeben. Das sind unsere beidseitig schließende Klammern. Schon die neue Ausführung mit diesem verstellbaren, verschiebbaren Knopf. Allerdings nicht die rote Backen. Kann man aber nachbestellen bei uns im Shop. Ist, ne? Ist machbar, also, ja. Ja, ist machbar. Martina, holst du das nächste? Das Luftpolsterding. Also hier die Plätze 9, 8, 7, 6. Und jetzt kommt der erste Sponsorartikel. Das ist von unserer Firma Vetaka, der Lieferant von unserem Goniometer. Ein Goniometer Master. Auch hier, wer möchte, einen Koffer gibt es bei uns auch zu bestellen extra noch. Ne? Aber der funktioniert ja auch so. Okay, jetzt wird es lustig für alle, die eine Tormek T8 haben. Das ist dann der vierte Platz, gell? Platz Nummer 4. Ja. Platz Nummer 4, ja, gesponsert von unserem Hersteller, ein CBN 80. Genau. So. Die Gefahr ist natürlich, wenn das jemand gewinnt, der noch kein CBN-Rad hat, dann entweder mach Ohren zu, Auge zu und alles zu, weil du wirst die rechtlichen dann auch haben wollen. Aber das kann uns ja nur recht sein. Ne? So, das ist der 4. Platz, war das. Ne? Jetzt kommen wir zum Platz Nummer 3. Das einmal aus den USA gesponsert von der Firma Edge on Up. Ein Bestester, und zwar nicht das B-Modell, sondern das teure A-Modell. Vielen Dank auch an Edge on Up, dass die uns das zur Verfügung gestellt haben. Ja, Martina, kannst ruhig das Schwere tragen. Das ist das links, ja? Genau, komplett. Jetzt kommt der 2. Platz. Haltet euch fest. Gesponsert von der Firma Tixit, der Tormek-Importeur Deutschland. Das zeigt aber auch gleichzeitig, dass wir, obwohl wir viele Wettbewerbsprodukte verkaufen und Zubehör für Tormek und so weiter, dass wir mit der Firma Tormek wirklich ein super Verhältnis haben und also uns gut leiten können, kann man sagen. Ja? Platz Nummer 2, eine T4 mit einer Klammer und einem Messerhalter für kleine Messer. Das ist unser 2. Platz. Und jetzt kommt die Nummer 1. Steffen, komm, du hast erfunden, dann darfst du auch bringen. Stell mal so hin. So, genau. So. Der Hauptpreis ist unser Mulligrinder, unser Hausprodukt.
Genau, ganz genau. So, und jetzt stehen hier Preise im Wert von knapp 3.000 Euro. Und wir wünschen wirklich alle unheimlich viel Glück bei der Verlosung. Verlosung wird sein live. Ich mache es wieder mit meinem Glücksrad. Wie gesagt, so um die 280 Leute, ganz genau weiß ich es nicht, 285. Ich sag's aber dann sicher noch. Ich mache die Tombola am Sonntag in einer Woche. Das heißt jetzt übermorgen Sonntag, eine Woche später. Was ist das, 14. oder so? Irgendwann. Ja. So, da machen wir die. Und zwar entweder ab 20 Uhr oder 20.30 Uhr, sodass wirklich die meisten Leute auch daheim sein können und zugucken können, weil also mich würde es interessieren, wenn ich sowas gewinnen könnte. Das war's, Leute. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche oder sonst was habt, hier alles. Andrea, Steffen, Martina, die sind alle immer da. Und ansonsten hören wir jetzt auf, weil sonst wirst du böse mit mir. Ne? Ja, alles klar. Macht's gut, viel Glück allen. Ciao, ciao. Ciao.